Das ist jetzt alles öffentlich, da waren viele Sachen, aber es geht mich dann Schloss auf Bogen an. Ich habe mal ein kleines Gartengrundstück, das habe ich auf, haben wir irgendwie Bodenreformland erworben, in guten Glauben. Und wenn ich da mal ein bürgerliches Gesetzbuch hernehme, da steht drin, dass derjenige, der in guten Glauben so ein Grundstück erwirbt, erstmal als Eigentümer angesehen wird. Ja? Und das ist nämlich genau das Problem, dass viele ihr Eigentum an ihrem Haus und Grund und Boden nicht bis vor 1913 nachweisen können, weil der Eintrag nur im Kataster stehen kann, weil der Besitzer und der Eigentümer sind zwei verschiedene Schuhe. Beispiel wird ja die Geldbörse gestohlen, derjenige, der fortläuft, ist der Besitzer, weil er hat sie gerade. Du bist aber der rechtmäßige Eigentümer. Genauso ist es mit dem Haus. Der rechtmäßige Eigentümer wird im Kataster eingetragen und der Besitzer, der mit dem Haus fortgerannt ist, 1945 bis 1949, der ist der Besitzer. Ob der rechtmäßig ist oder nicht, ist eine Interpretationsfrage. Aber er ist auf jeden Fall nicht der Eigentümer, nicht der rechtmäßige Eigentümer. So, und diese Rechte, wer hat die letztlich die juristische Verfügungsgewalt, darf das Grundstück dafür benutzen oder soll es abgerissen werden oder was macht man damit? Das ist derjenige, der im Kataster steht. So, und dieser Eintrag muss alle 99 Jahre sozusagen verlängert werden. Und damit uns die Bodenrechte nicht verfallen und nie andere in diese Rechte eintreten, müssen wir uns kümmern. So, und die einzige Möglichkeit ist, eine Wahlkommission zu gründen. Und diese Wahlkommission muss zwingend mit einem Referendum entstehen. Die kann man also nicht in irgendeiner Kneipe oder in einer Sporthalle gründen, weil sich ein paar Leute, die sich dafür interessieren, halt nicht mal zusammensetzen und da irgendwas wählen. Das nennt man kalte Gründung, weil ja keine Siegelrechte übergeben werden kann. Eine Gemeinde ohne Siegelrechte ist nicht handlungsfähig. Die hat auch keine Exekutive, weil sie einfach nichts entscheiden kann. Die ist wie ein Verein, Fußballverein oder Kegelverein. Die haben zwar einen Vorstand, die haben vielleicht auch eine Kasse, aber das, was die entscheiden, gilt dann für alle. Und damit das aber funktioniert, muss man jeden, der entweder noch Rüstag Deutscher ist oder am Tag des Verfassungsnotstandes, das war der 17.7., also in der Nacht, 1990 gemeldet war, und deren Kinder, sind alle beim Referendum wahlberechtigt, und zwar ab 18. Ja, und wenn man sich vorstellen, die Kinder, die jetzt 1990 von den Eltern, die sind also auch jetzt in zwei Generationen fast schon, ja, kann man sagen, ist schon fast wahlberechtigt. Ja? So, die werden alle wahlberechtigt und die müssen dann darüber entscheiden, ob die Wahlkommission berechtigt ist, die Siegel zu benutzen, die am 27.10.1918 gültig waren. Und genau wenn man das macht, kann die Wahlkommission uns die Rechtsstellung nach Rüstag geben. Und mit dieser Rechtsstellung können wir uns ein Verweser wählen. Weil in der Europäischen Menschenrechtskonvention steht drin, dass jeder Mitgliedstaat berechtigt ist, einen gesetzlichen Gesetzgeber zu wählen. Also das Gesetz gibt es schon, müssen wir uns nicht schaffen. Und weil das so ist und weil der Bundestag dem zugestimmt hat und zusätzlich noch das Bundesverfassungsgericht entschieden hat, am 25.07.2012 war es, glaube ich, dass der Bundestag und der Bundesrat nicht der gesetzliche Gesetzgeber ist, weil von 1955 an noch nie der gesetzliche Gesetzgeber tätig war. Aufgrund dessen, dass sie ein Wahlgesetz reingeändert haben, nämlich bei der ersten Bundestagswahl eine Listenwahl stattgefunden ist. Und dass diese Tradition bis heute fortgeführt worden ist. Da fragt sich, warum sie es machen. Wenn sie denn schon eine Legitimation wählen, warum machen sie denn keine staatliche Wahl? Dann hätten sie die ja. Da kann man sich überlegen, warum so ist. Na, weil die Bundesrepublik nie in die Rechte des Verwesers eintreten kann, weil sie feinstaatlich kommt. Aufgrund dessen, dass der Bund und auch die Freistaaten Teile der feinstaatlichen Verfassung von 1919 in ihre eigene Verfassung übernommen haben, sind sie automatisch feinstaatlich zum kaiserlichen Staat. Und aus dem Feinstaat kann nie ein Verweser kommen. Und weil sie das wissen, versuchen sie uns in den gelben Schein der Weimarer Republik glauben zu machen, dass sie der Staat sind. So. Und viele Leute wissen das nicht, weil die Schulbildung ist so ausgerichtet, dass den Leuten, den Kindern in der Schule, eine falsche Geschichte erzählt wird, die so nie stattgefunden hat. Uns in der DDR, kann ich mich sehr gut erinnern, wurde im Prinzip nur Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht als Thälmann verkauft, aber wie das wirklich zusammenhing mit dem Kaiser und dem Dings, wurde uns vorenthalten. Einmal hätten es doch darüber erkannt, was da los ist. Fakt ist aber, das haben wir inzwischen auch rausgekriegt, dass alle, die in der DDR waren, ihre Staatsangehörigkeiten verloren haben. Die DDR hatte in ihrem Ausweis nur Staatsbürger. Die Staatsbürgerschaft konnte ich überall kriegen. Ich muss bloß ein Monat dort wohnen und bin ein Staatsbürger. Ändere aber meine Staatsangehörigkeit deswegen nicht. Ja? Einwohner sind alle die zu einem bestimmten Zeitpunkt im bestimmten Gebiet wohnen, sind die Einwohner, die sich halt dort angemeldet haben.
das sind Einwohner. Also wenn du zum Einwohnermeldeamt bist, in der Sozialisation, dann wirst du eingetragen als Einwohner. Bist aber noch nicht die 3 Monate dort gewesen, bist noch nicht Bürger. Bürger wirst du auch schon, wenn du 3 Monate dort gelebt hast. Also das ist die Definition, die ich weiß. Und wenn du Deutsch bist, ja? Die jetzigen. Nach Fristablauf, wirst du Bürger. Ja. Und gleichzeitig die Staatsangehörigkeit hast, weil sonst wirst du nicht Bürger. Genau. Hm? So. Also die DDR hat also gar keine neue Staatsangehörigkeit vergeben, sondern der DDR hat mir eine Staatsangehörigkeit vom Kaiser, ohne dass wir es gewusst haben. Aber der Wessiland hat das gewusst und hat deswegen die deutschen Personalausweise durchgestrichen, ungültig gemacht. Mit dem deutschen Personalausweis hättest du im Prinzip die kaiserliche Staatsangehörigkeit behalten. Nun ist es natürlich so, dass dieser DDR-Personalausweis, wenn ich es noch richtig weiß, waren es 20 oder 25 Jahre gültig war. Also immer dann mussten austauschen, wenn das Passbild nicht mehr erkennbar ist. So, dann hat die Bundesrepublik einfach mal 25 Jahre gewartet und dann hat sie die Staatsangehörigkeit uns aufs Ohr gedrückt, deutsch. Und plötzlich stand nicht mehr drin, in dem gelben Pass, den wir nach der Wende gekriegt haben, stand immer drin, dieser Ausweis weist den Inhaber als Deutschen aus. Und in allen neuen steht es dann nicht mehr drin. Auch in dem neuen Grünen steht es nicht mehr drin. Also ist da ein neuer Grüne, genauso wie der Rote. Mist. So, wie können wir das ändern? Na, die Wahlkommission, wenn sie die Siegelrechte hat, kann es einfach hinten in die Reisepässe die Rechtsstellung des jeweiligen Bundesstaates eintragen. Das dürfen die machen, müssen die machen, sonst würde eh keine gültige Wahl kommen. Also ich habe heute die Ehre gehabt, mal in ein Wählerverzeichnis reinzugucken. Wir haben einfach mal verlangt, dass wir das Wählerverzeichnis Einsichtnahme nehmen konnten. Da bin ich mit hingegangen als Zeuge und haben mal geguckt. Da waren viele, die keine deutschen Namen hatten. Also definitiv, ne, die deutsche Staatsangehörigkeit besitzen konnten. Das geht einfach nicht. Ne? Die Bundesrepublik kann niemanden einbürgern, weil das kann nur der Amtmann machen. Was die machen, ist eine Firmenzugehörigkeit erklären. Deswegen Personalausweis ausstellen. Deswegen sind sie auch so dran, dass sie viele mit Bußgeld überziehen, bloß weil sie keinen Personalausweis annehmen. Muss man aber nicht. Wenn man das Personalausweisgesetz genau gelesen hat, steht nämlich drin, Personalausweisgesetz, ich glaube, der Paragraph 2 Absatz 1 ist es, wo drin steht, wenn du einen Reisepass hast, wird die Personalausweispflicht erfüllt. Das gibst du dann der Meldestelle hin und das ist das Verfahren einzustellen. Ne? Die Kosten muss der Freistaat übernehmen. So, viele wissen das aber nicht und zahlen eben das Preisgeld. Und wo kommt das her, dass die Gemeinden so eine Rechtsbeugung machen? Na, von der Kahane-Stiftung. Die Kahane-Stiftung hat nämlich ein Buch über die Rechtsbeugung geschrieben und hat dann Tipps gegeben, natürlich selber ohne die Verantwortlichen zu nennen, einfach so in den Raum gestellt, dass genau das so gemacht werden soll, dass sie mit so einem Bußgeldverfahren behelligt werden. Die Kahane-Stiftung, kann man so sagen, ist von der Agneta Kahane und davon abgeleitet die Amadeus-Antonio-Stiftung, die diese Bücher gegen die bösen Reichsbürger rausgebracht hat. Und man muss sich fragen, was ist denn ein Reichsbürger? Also Reichsbürger wird man, wenn man dem Reichsbürgergesetz von Otto Hitler in Berührung gekommen ist. Also 1938 ist das wohl gemacht worden. Erst wurde die Staatsangehörigkeit rechtsunwirksam verändert durch Hitler, weil er war nicht Verweser, hat auch kein Ermächtigungsgesetz auf den Weg gebracht, weil das ist auch gelöscht worden. Und hat einfach durch Selbstvermächtigung weitergemacht. Teile der Weimarer Republik hat er weggeschnitten, Teile der Weimarer Republik hat er fortgeführt. Warum auch immer. Hat er den Versailler Vertrag so lange erfüllt, hat er nicht machen brauchen. Na egal, können wir jetzt nicht ändern. Fakt ist, dass Hitler keinen neuen Staat gegründet hat. Und auch die Bundesrepublik keinen neuen Staat gegründet hat. Auch Karl Schmidt hat klar und deutlich gesagt, wir haben keinen neuen Staat zu gründen, sondern wir haben die Ordnung in diesem Deutschen Reich neu zu organisieren. Das Grundgesetz ist einfach nur deswegen da, weil aufgrund der Kriegswirren und auf der Vernetzung mit der NSDAP die neuen Besatzungsmächte nicht wollten, dass die alten NSDAP-Kader wieder in die ursprüngliche Position eingestellt werden. Und jetzt kommt die Genfer Konvention. Da steht nämlich drin, dass sie das gar nicht dürfen. Und da alle Alliierten die Genfer Konvention unterschrieben haben, steht da drin, dass sie die Nazi-Beamten wieder in ihren alten Stand einsetzen müssen, wenn sie denn die aktiven Kampfhandlungen beendet haben. Nun kann man sich fragen, warum haben denn jahrelang die Angehörigen des Bundestags und der öffentlichen Verwaltung den gelben Schein machen müssen. Nur genau aus dem Grund. Damit hat man im Prinzip die Genfer Konvention erfüllt. Aber sind denn das die Beamten vom Staat? Nein, sind es nicht. Weil der Hitler hat keinen Staat gegründet, Weimarer Republik hat keinen Staat gegründet, im Prinzip hätte der kaiserliche Beamte dorthin gemusst. Aber welcher Kaiser soll denn den Beamten noch nennen? Und das ist das Legitimationsgebäude, das die Bundesrepublik hat. Die hat einfach keine Beamten und keine Legitimation, weil der Kaiser oder der Verweser nie eine Ernennungsurkunde ausgestellt hat. Für keinen Bürgermeister, für keinen Landrat und auch von keinem GEZ nicht. Der MDA ist definitiv keine öffentlich-rechtliche Anstalt, auch der ARD und ZDF nicht und Deutschlandfunk nicht, weil sie eine Ernennungsurkunde vom Kaiser nicht hat. Die Weimarer Republik ist kein Staat, die darf es nicht machen. Und der Besatzer darf es schon gar nicht machen, weil es steht ja drin in der Hager-Landkriegsordnung, das Volk
dem Volk darf nicht der Treueeid abgenommen werden. Und wenn du dafür bestraft wirst, dass du GEZ bezahlst, damit du dem systemtreuen Fernsehen deine Freizeit opfern kannst, dann ist das wie ein Treueeid abbringen. Ja, ob du denen nur ein Eid abnimmst oder ob du die mit anderen Zwangsmaßnahmen konfrontierst, es ist ja noch nicht mal verboten, die Zivilbevölkerung in Haft zu nehmen. Also die Erziehungshaft ist eine Verletzung der Genfer Konvention. Und wer das in Umlauf gebracht hat, dass der Gerichtsvollzieher das machen darf, das ist eine Lüge. Das ist eindeutig nach Genfer Konvention verboten, dass jemand eine Erziehungshaft erdulden muss, weil wir noch nicht im Staat angekommen sind. Im Friedensvertrag von Brest-Litovsk steht drin, Artikel 8, dass die Kriegsgefangenen, und wir sind so lange Kriegsgefangene, bis wir noch näher vom Kriegsgefangenenlager, sei es Gulag, sei es BRD, sei es DDR, in der Heimat angekommen sind. In der Heimat angekommen sind wir, wenn wir vom Reisepass steht, die Bundesstaatenangehörigkeit, oder zumindest die Rechtsstellung. Aber die BRD, DDR darf ja keine Einbürgerung machen, die dürfen aber Rechtsstellung machen. Also das heißt Rechtsstellung, die gucken uns so an, als wären wir Bundesstaatenangehörigkeit. Dann hat doch die Welt in Ordnung. Dann kannst du doch uns einen Ubik schicken, dann können wir sagen, Ubik, wer hat uns mir die Bundesstaatenangehörigkeit nicht zugestellt? Was Meldeamt hat es zu bezahlen? Schickst du einfach weiter. Und den Bearbeiter, der deine A11 abgelehnt hat, der kriegt die Rechnung der GZ geschickt. Schreibst du hin, den Gerichtsvollzieher, wer kommt, der und der hat mir die Rechtsstellung nicht gegeben, nach Genfer Konvention muss er es machen. Artikel 146 steht eine Strafbestimmung, also müssen sie den dafür bestrafen, dass es nicht gemacht hat. Tatsch. So, und alles, was wir jetzt machen müssen, ist uns zusammenhocken, dass jeder Stammtisch, also sei es nur Windmühlenkämpfer oder Schöntelkämpfer oder was gibt noch lustige Vereine, die sich hinsetzen und Leute bestimmen, die sagen, ja, ich wäre bereit, eine Wahlkommission mitzuarbeiten. So, alles, was sie machen müssen, ist an ein paar Wochenenden sich mal zusammenhocken, dann von mir aus auf den Wirtschaftsstand aufstellen und ein bisschen Catering bestellen und sagen wir mal gegen eine Gebühr von 10 Euro, den die Abstammungsurkunden und Geburtsurkunden durchgucken und den in einem neutralen Zettel mit ihrem eigenen Stempel den die die Rechtsstellung des Bundesstaatenangehörigen bestätigen. So, und wenn die das haben, macht man die mit deren Bestätigung das Referendum über die Siegelrechte und mit dem Siegelrecht kommt die nochmal zu der Wahlkommission und kriegen dann, wenn die durch ist, nach einer Woche in ihrem Ausweis den offiziellen staatlichen Siegel der Stadt. Was am 27.10.1918 gegolten hat, rein und dann ist der EU-Reisepass oder der grüne Reisepass gleichbedeutend mit dem, den der Kaiser ausgestellt hat. Weil das, was hinten nachgetragen wird, gilt, korrigiert, dass das vorne steht. Ne? Die Wahlkommission, wenn die Siegelrechte immer hat, also das Referendum mindestens 50% dafür waren, dass sie die Siegelrechte haben, machen die das vorne ein, haben die Rechtsstellung nach Rüstag 1913, kommt das Siegel drin drauf und fatsch und schon ist der Ausweis fertig. Und mit diesen, alle, die den Eintrag haben oder eine andere Urkunde kriegen oder nachweisen können, ja egal, die müssen es aber am Wahltag haben, die können dann den Verweser wählen. Und dort sind dann alle wahlberechtigt, die nach der kaiserlichen Wahlordnung wahlberechtigt werden, den Eintrag in der Wahlkommission haben, männlich sind, über 26 Jahre und gewählt werden können alle, die noch über 26 Jahre und unter 60 sind, weil im normalen kaiserlich Amt wurden die also nicht in den Altersbereich reinpassen, zunächst erstmal nicht aufgestellt. Du kannst natürlich passieren, wie zum Beispiel beim Bismarck, da war er schon deutlich über 60, wo er noch im Amt war. Da war er schon weit nah. Dann haben die dann regelmäßig dann nochmal Referendum gemacht und gesagt, ja, das soll weitermachen. Na, und dann wird er aufgestellt, die Leute haben den gewählt. Und als dann die Fürsten gesagt haben, nee, da ist schon zu alt, dann macht doch mal jemand Neues, da haben die dann das Volk gewettert und hat dann auch Bismarck-Türme aufgestellt und so bekräftigt, ja, den wollen wir so lange wie möglich erhalten. Der hat das Volk zusammengehalten. Der hat jeder einzelnen Befindlichkeitsgruppe erzählt, das große Ziel ist der Verweser. Wenn wir den Verweser haben, dann kann der dein Windrad wegsägen, der kann deinen Schemdreher runterholen und der kann dein Essen wieder sauber machen und deine Erzeugerpreise für deine Bio-Lebensmittel, ein ordentliches Preisniveau ziehen, das allgemeine Steuerniveau senken, ne? Weil die Gewerbesteuer ist eine Sache, die der Bürgermeister entscheiden kann. So, da kann man die Gewerbesteuer runtersenken, dass wieder ordentliche Gewerbeansammlung ist und ähnliches. Dann beginnt das Leben der Gemeinde schon wieder loszulassen. Das, was wir haben, ist ja im Prinzip nichts anderes als Kleingeist und Mangelwirtschaft. Hm. Ne? Und aus dieser Mangelwirtschaft versuchen wir uns dann immer, ja, auch
das klappt nicht und das klappt nicht. Und da zieht man sich gegenseitig runter und vergisst, dass man einfach nur zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Kasten stehen muss, dort einen Zettel einwerfen und das zweimal. Erstmal beim Referendum, das zweite Mal, wenn der Professor da ist. Und dann der Rest klärt sich dann. So, und das ist das, weshalb wir auch hier mal zusammengekommen sind, um das auch jedem deutlich zu machen. Was wir jetzt noch brauchen, ist das Schulungsmaterial zu erstellen. Ich schätze mal so, dass es zwischen 8 und 100 Seiten wären, wo detailliert immer der geschichtliche Abriss drin ist, wie ich es jetzt auch im Video schon mal erklärt habe. Dann die Handlungsanweisung, wie die Herleitung nach Rostock zu kassieren hat, die schweren Spezialfälle, die da treten können, wo das Siegel hin muss, dass man also dort mal einen Ausweis ablichtet und dort mal zeigt, so ein symbolisches Siegel, dort muss das hin, es muss freistehen, es darf kein Text drunter sein und so weiter. Die ganzen Auszählungsmodalitäten, also wie eine Wahl ausgezählt wird, wie die Wahlkabine auszusehen hat und so weiter, das wollen wir alles in so einem 9-seitigen Ordner machen. Und das wollen wir auch aus den Gebühren bezahlen, die wir von jedem Einzelnen verlangen. Mit der Begründung, wenn du jemand anders findest, der dir was Ähnliches ausstellen kann, dann geht doch dorthin. Wirst du aber keinen finden. Die BRD wird das nicht machen. Und wir haben auch unsere Kosten. So, und da fragt man sich, wie kann man denn diesen Kostenfaktor schultern? Naja, muss ich überlegen, wie groß ist das Grundbürgerpotenzial der Bundesrepublik? Ich sag mal, dass gut die Hälfte mit der tatsächlichen Regierungspolitik der Frau Merkel grundsätzlich unzufrieden ist, aber keine Lösung hat. Zwischen 10% und 20% der Leute sind noch viel mehr unzufrieden, haben aber auch einen Lösungsansatz. Wollen sich aber nicht bewegen, weil sie eben im öffentlichen Dienst hängen, weil sie in hohen gewerblichen Positionen hängen, wo man sie auch wegsehen kann, weil sie öffentliche Aufträge brauchen. Und ein kleiner Prozent, also ich schätze mal auf 5%, denen ist das völlig egal. Die sind entweder in Rente oder in Hartz IV oder die haben einen eigenen Hof und Dings und brauchen keine öffentliche Förderung und die legen los. So. Und jetzt ist einfach so, dass eben der Teil der Bevölkerung, nämlich die von 5 bis 50%, also die 45%, eben wenigstens eine finanzielle Unterstützung geben, damit man insgesamt die Sache schultern kann. Und man muss auch damit rechnen, wenn also jeder von denen, die zu der Wahl kommen, kann man so abschätzen mit etwa 50 Millionen, dann sind die ganzen Babys dabei und sind die ganzen Rentner dabei, die fallen ja alle raus, oder hohen Rentner, die nicht mehr zur Wahl gehen. Schätzen wir mal so um die 50 Millionen, die einen ordentlichen Ausweis brauchen. So, jeder 10 Euro sind also 500 Millionen. Von den Kosten muss das Porto bezahlt werden, müssen die Catering-Kosten für die Wahlkommission bezahlt werden, weil wenn die früh um 9 Uhr anfangen und bis nachmittags um 5 oder 6 Uhr machen, ist es zu erwarten, dass sie ordentliches Frühstück kriegen, im Mittagessen einen Kaffee trinken. Wenn sie nur länger machen, weiß ich noch irgendwo. Das kostet Geld. Irgendjemand muss es bezahlen. Aber wenn die am Tag, sag ich mal, 1000 Anträge bearbeitet haben, sind ja immerhin 10 Leute, die das machen. Ne? Und ja, bis zum Nachmittag sind die dann durch. Da haben die 10.000 Euro abgenommen, dann sollte es möglich sein, für die 11 oder 12 Leute im Mittagessen Kaffee trinken irgendwo zusammenzukriegen. Also das ist gar kein Problem. Weiterhin wollen wir die Druckvervielfältigungskosten mit dem Offsetdruck, einem zweifarbigen Offsetdruck, abwickeln, weil wir mit dem Kopierer einfach zu teuer sind. Also ihr könnt den billigsten Kopierer hernehmen, wie ihr wollt, ihr werdet die Druckkosten nicht unter 4 Cent drücken. Geht einfach nicht. Alleine der Toner kostet viel und das Papier kostet viel. Anders sieht es aus im Offset-Druckverfahren, weil Offset-Druckpapier ist noch wesentlich günstiger. Und die Offset-Tinte, das ist ja so eine cremische Paste, sieht aus wie Schuhcreme, die ist hoch, da reicht eine ganze Büchse ein ganzes Jahr. Und wenn du dir da 10 Farben hinstellst, eine 2-farbige Offset-Druckmaschine, kannst du alles machen, was wir an öffentlichen Formularen und an Wahlunterlagen brauchen. So eine Druckmaschine kostet 7.000 Euro, ist also, wenn man da eine in sagen wir mal, in Mitteldeutschland hin tun und 2 in Westdeutschland, weil wir haben ja dort einen Norden und einen Süden, das ist ja ein größeres Gebiet. Also 3 solche Offset-Druckmaschinen sollte es reichen, das gesamte Gebiet flächendeckend zu versorgen. Mit einer können wir aber schon mal anfangen. Also eine Druckmaschine haut in einer Nacht so viel raus, dass wir den ganzen Bundesstaat mit Papier zuclustern könnten. Das ist gar kein Problem. So, dazu brauchen wir noch einen Konvertierer, sodass wir also 3 Seiten drucken können, die konvertieren und eintüten in den Briefumschlag. Und dann in dem Brieffeld, das mit dem entsprechenden Computer dort die Personalisierung machen. So, das könnt ihr auch mal mit Laserdruck machen, weil dort ja der, oder mit Nadeldruck, was auch immer. Das ist dann kein Problem, das Personalisieren, Adressetikett drauf machen. Gibt es auch Maschinen, die das machen, alles kein Problem. Wichtig ist das Drucken, dass es billig ist, dass wir unter einem Cent bleiben in den Druckkosten und dass es dann Sammelpost oder wie auch immer ausgetragen wird.
So, und jetzt kommt die Sache der Hilfstruppen, sagen wir mal, der Wahlkommission hin. Das sind diejenigen, die sonst ein oder zwei Jahre jedes Jahr zur Demo gegangen sind und sagen, es bewegt sich doch eh nicht, wir sind schon wieder ein Jahr hier und es regnet hier und es ist kalt und die Pegida bewegt sich nicht. Die bringt immer nur Probleme, 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 aber keiner bringt eine Lösung. Und wenn man mal was sagen will, dass man eine Lösung hat, dann kriegt man kein Mikrofon. Also das ist im Prinzip nichts anderes als eine Zensur, meine Meinung. Da könnt ihr mich gerne korrigieren, aber dort, wo Pegida ist, ist kein offenes Mikrofon. Und Legida ist das Gleiche. Ist so, das ist ein Mangel. So, da haben wir gesagt, wie können wir denn das noch abstellen? Da haben wir gesagt, na gut, wir wollen sowieso ein Medienprogramm machen, also ein Rundfunksender außerhalb der Grenzen der Bundesrepublik, aber innerhalb der Grenzen von 1914. Bietet sich an Danzig, Ostpreußen oder auch Elsass-Lothringen würde gehen. Ja, oder irgendein anderes Gebiet. Und dort wollen wir einen Rundfunksender machen, ähnlich wie auch den ZDF, aber der immer Musik macht. Also als Radio mit einem Fernsehbild, aber in den Pausen die Wahrheit sagt. Also immer dann, wenn die Lügenmedien Lügen bringen, bringt der Fernsehsender genau 5 Minuten später die richtig korrigierte Version. Also wenn die sagen, der Putin ist ganz schlimmer und wir haben das gemacht und dann kommt am Ende die Wahrheit raus und das war gar nicht der Putin, sondern es war gar jemand anders und der hat was ganz anderes gemacht. So hängt es zusammen. So, und dann kommt die ZDF, oh, scheiße, war nicht so, und wir müssen uns korrigieren und so weiter. Und dann nächste halbe Stunde geht das Spiel schon vorne los. Und damit kann die Lügenpresse einfach nicht mehr durchdringen, weil 5 Minuten später, spätestens dann von dem Sender, die korrigierte Version wird. Die Leute brauchen dann bloß, wenn die Tagesschau von 20 Uhr bis 20.15 Uhr läuft, dann 20.15 Uhr den anderen Sender andrehen und da geht der Film eine Viertelstunde später los. Und dann machen wir eben am Sonntagabend entweder ein Kulturprogramm, wo wir sagen, dann machen wir Tanz, dass man sagen wir, im Garten einen Beamer aufbaut an der Wand. Und dann hast du dort wie ein Volksfest, sage ich mal, jede Woche. Und in der Woche machen wir eben an 2 Abenden einen gehobenen Fernsehfilm, der über das Hollywood-Niveau weit darüber hinausgeht. Wo wir vielleicht auch mal die ein oder andere Fernsehproduktion machen können, ordentliches. Das ist nicht so ein Schwachsinn, wie es im Nachmittagsfernsehen läuft. Wir könnten eine alte Geschichte machen, wir könnten was über die alten Fürsten machen, wir könnten die alten Schlachten mal nachstellen, wir könnten auch mal ein richtiges Geschichtsfernsehen machen, was über den beschränkten Horizont des Guido Knopp drüber hinauskommt, weil er nämlich auch nur Propagandasprecher ist und Lügen erzählt oder über Nazireich Lügen erzählt, wo man weiß, dass es nicht stimmt. Und das wird er aber nicht. Da ist er angestellt, verdient sein Geld damit und dann erzählt er uns irgendwelchen Mist. Und wenn man das Ding mal nachprüft und wirklich mal nachgeht, merkt man, dass es vorne und hinten aufgeht. Das ist also im Prinzip Schnitzler 2.0, was anderes ist es nicht. Und das brauchen wir alles nicht, sondern wir müssen unseren Kindern und auch uns selber auch mal die Wahrheit, die wirklich ist, dann auch mal zeigen. Weil ich habe bis vor Jahren ja auch vieles nicht gewusst. Ich habe mir das erst, was zur deutschen Geschichte geht, die letzten 5 Jahre so intensiv belesen. Ich habe mich zwar mit der DDR-Geschichte ausgegangen, mit ganz rechtlichen Dingen. Aber das, was wirklich in der Zeit von 1918 bis 1945 passiert ist, das ist eine ganz intensive Sache, die ich mir auch schon in den letzten Jahren so angelesen habe. Und wo dann immer ein Bild auftaucht, wo du sagst, Himmel, Mensch, was haben die dir denn jahrelang erzählt? Du hast das alles so denen abgenommen, weil du hast das nie hinterfragt. Und am Ende merkst du, ey, wenn du da irgendwas beim Amt beantragst, dann kommst du mit Selbstverwalterei um die Ecke mit UN-Resolution, weil irgendjemand hat das mal ausgedruckt und hingereicht, du hast es nicht überprüft, hast einfach weitergeschoben und dann können die sich im Amtslachen erhalten, weil die wissen, dass die UN-Resolution nämlich gar nicht unterzeichnet worden und Entwurf ist. So, also wir müssen wirklich alles, was uns vorgelegt wird, hinterfragen. Soweit wie es geht, auch dann mit Belegen. Und da haben wir uns überlegt, dass wir neben dem Rundfunksender auch noch so ein Medienarchiv brauchen, also eine Mediathek, wo wir die wesentlichen Schreiben, also die vom GAUK, die von dem Landrat hier, von dem Vogel, der hier uns erzählt hat, dass die Staatsangehörigkeit Deutsch als Nazireich ist, das serbische Dokument, und diese ganzen Dinge aufsammeln, sodass man also nicht lange suchen muss. Die Genfer Konvention und ähnliche Dinge werde ich nächste Woche noch rausziehen und auch in die gleiche Rubrik reinfügen. Und ich habe noch angefangen, eine Art Wiki zu machen, wo ich im Prinzip die deutsche Geschichte aufdrösel. Also was war mit dem Hambacher Fest los, was war mit der Frankfurter Nationalversammlung los, wer hat die eingeladen, wer hat dort gesessen. Und da merkt man nämlich, dass die Freimaurerlogen damals auch schon gestrickt haben. Von vor wegen, die 1848er Verfassung ist aus dem Volk gekommen. Denkst du, da haben die schon ihre Dinger dort versenkt. Das hat man erst viel später gemerkt. So, die 1871er, da hat auch schon wieder die Kirche hinten rumgefädelt, hat sich aber der Rechte eingeräumt und so weiter. Und das muss eben der Herr Weser aber aufräumen. Aber
Viele meinen ja, ja, man muss ja im Prinzip noch weiter zurückgehen und so weiter. Nee, brauchen wir nicht. Wenn wir einen Verweser haben, der den Reststand vom 27.10.1918 einsetzt und der wirklich die Vollmacht hat, dann kann der sagen, ja, wir geben dem deutschen Volk die vollen Souveränitätsrechte zurück. Es sollen wirklich in den jeder einzelnen Gemeinde sollen große Ratsräume geschaffen werden, die es früher schon mal gab, denn es gab ja schon immer das Rathaus, oder hieß ja der Name, sind alle hingekommen und haben die Beratschung, was in der Gemeinde passieren soll. Und dann hat der Bürgermeister gesagt, das können wir machen, das können wir nicht machen, wer ist dafür, wer ist dagegen, und dann wurde die Sache erledigt. Da gab es keine Parteien, die auf der einen Seite gesagt haben, machen wir, und hintenrum, wenn es dann zur Abstimmung kommt, genau das Gegenteil machen. Das ist nämlich das Übel. Das Übel der Bundesrepublik ist die Parteiendiktatur. Nicht, dass das Volk was will oder nicht will oder sich nicht wüsste. Nee, die Parteien schalten sich dazwischen und immer dann, wenn das Volk was sagen will, sagen die Parteien nichts anderes. 96%, habe ich heute früh gelesen, 96% werden mit der Politik der Frau Merkel einverstanden und 96% wollen noch viel, viel mehr Ausländer hier rein. Wo die Zahl herkommt, weiß ich nicht. Ich denke mal, das ist die Komplementmenge. Ich denke mal, dass 4% noch der Meinung sind, dass wir noch mehr brauchen und 96% dagegen. Aber wo ist die Zahl her? Wie haben die ermittelt? Haben die im Politbüro gefragt? Weiß ich nicht, keine Ahnung. Ja, und so werden wir eben verklapst. So, und dann sagen die, ja, ich habe da hier eine Umfrage von vor 2 Jahren, da stand noch drin, 96% waren dafür. Wo die her ist, wer das ermittelt hat, wird nicht. Wenn am Ende mal wirklich dazu kommt, dass ein Fernsehsender wie zum Beispiel NTV mal doch eine Umfrage macht, dann ist es nämlich genau so wie erwartet. Dann sind auch immer 96% dagegen und 4% dafür. Und die Abstimmung ist dann ganz schnell weg vom Fernsehen. Gab es vor ungefähr ein paar Jahren im MDR. Da hat er nämlich mal gefragt, ja, wegen den Ausländern, wie das so ist. Ja, genau das Ergebnis. Da haben sie es einfach wieder aus der Mediathek rausgenommen, dann haben sie es sich beschwert und dann war es 2-3 Stunden später war es dann wieder online. Das ist immer interessant. Ne? Die Frau Merkel hat nämlich sich beim Bundespresseamt hingestellt und hat den Journalisten erzählt, sie durften nicht die Wahrheit erzählen, was auf uns zukommt. Interessante Geschichte ist nämlich, wie es überhaupt zu der Enteignung kommt. Und zwar die Enteignung funktioniert über den ESM. Der ESM setzt auf den Lissabon-Vertrag ab und die Wahl, die zu dem Lissabon-Vertrag geführt hat, ist die Europawahl, wo die Kandidatenerstellung 2008 gewesen ist. Diese Wahl ist angefochten worden, weil nämlich dort eine Kandidatenerstellung der Partei Bibeltreue Christen nicht ganz sauber gelaufen war. Der Wahlleiter das wusste und es trotzdem hat wählen lassen. Also ist dieser Lissabon-Vertrag schon erst einmal nicht gültig, erstens mal. Deswegen, zweitens mal, weil wir auch damals schon keine ordentliche Staatsangehörigkeit haben. Weil die deutsche Staatsangehörigkeit, die im Grundgesetz als Artikel 116.1 steht, kann niemand haben. Weil, wenn du das nachliest, dieses Schreiben von dem Vogel, da steht ja drin, dass das die Nazi-Staatsangehörigkeit ist. Die können wir nicht haben, weil der Hitler durfte die Gesetze nicht ändern und der Frau Weser hat definitiv kein neues Rüstzeug gemacht. Und die Frau Merkel ist definitiv auch nicht mit der Zeitmaschine zum Kaiser gereist und hat das dort ausfertigen lassen. Was sie uns ja immer verkaufen will, dass der Kaiser ihr Stack ausgefertigt hat. Und mit dem Stack machen die ja die Staatsangehörigkeiten. Also machen die im Prinzip aus den Migranten einen Deutschen. Ja, also dann, wenn du deinen gelben Schein abgegeben hast, kommt der Migrant, der schon im Hintergrund bereitsteht, nimmt deine Bundesstaatenangehörigkeit und du kriegst die vom Hitler. Wo dann irgendwann sich herausstellt, dass er den nicht nützt, weil die ungültig ist. Ja? Und da gibt es dann für die Streitfälle, hat die Bundesregierung schon vorgesorgt und hat nämlich schon in dem Zeitraum 2004 bis 2008 mit den nordafrikanischen Staaten Abkommen getroffen, dass sie dort die Deutschen hinschaffen. Da hat nämlich die UN Bevölkerungsaustauschprogramm aufgelegt. Also damit wir dann sozusagen ausgetauscht haben. Wir also aus dem Land rausgeschafft werden und die Migranten rein. Das ist das, was die UN vorhat. Also man ist also geplättet. 1943 hat Professor Huten schon so einen Plan gemacht, dass er eben durch die Migrantenwaffe versuchen will, das Volk der Deutschen zu verdünnen. Man muss sich fragen, warum? Haben wir das verdient? Sind wir so böse? Haben wir irgendwann mal als Kaiserreich einen Krieg angefangen? Der Kaiser hat gegen kein anderes Welt, gegen kein anderes Land der Welt Krieg angefangen. Das war nur Bündnisverpflichtung. Wenn die NATO auch nur Bündnisverpflichtung haben, was haben sie denn uns vorzuwerfen? Krieg hat die Weimarer Republik geführt. Weimarer Republik war nur unter Kontrolle von Rothschild und unter Kontrolle der SPD, denn die war die stärkste Fraktion. Die haben den Krieg gewollt. Der Hitler hat 30 oder mehr Friedensangebote verschickt an England, an Frankreich. Die sind alle wieder unbeantwortet zurückgekommen. Da fragt man sich, was ist so los? Was ist denn uns erzählt worden? Wer hat denn wirklich den Krieg gewollt? Nur die Rüstungsindustrie hat das gewollt. Und wenn man es nochmal nachliest, da gibt es nämlich noch eine lustige Sache, die Metapedia. Müsst ihr mal gucken.
dmediabet.org. Da guckt doch mal rein bei Rothschilds. Da gibt es eine Frau, die Mutter der Rothschilds. Und die hat nämlich einen interessanten Satz gemacht. Wenn meine Söhne nicht wollten, dass es keinen Krieg gibt, wird es keinen Krieg geben. Ja? Also, wer hat das denn gewollt? Hat der Kaiser Krieg gewollt? Der Kaiser hat gesagt, ich will keinen. Und Hitler hat auch nur Friedensangebote verschickt. Aber muss sich ja wehren. Wenn das Land eingefallen wird, wenn Polen in das Gebiet rein wird, ist es ein gutes Recht, später dort auch einzumarschieren. Völkerrechtlich völlig okay.